Wollen wir noch nach Hinweismünzen? Ach so, ja, Hinweismünzen, ja, sollte man ja auch gebrauchen können. Gucken wir mal. Also, ich weiß nicht, leider wird ja nicht mehr angezeigt, wie viele hier irgendwo sind, aber hier in dem Baum war eine. Okay. Da ist vielleicht noch irgendwo was. Da ist noch eine. Hinweismünze in dem mittleren der Ja, ich weiß. Schornsteine. Okay, ansonsten. Ich glaube, drei waren's. Ja, jeden Tag zur Mittagszeit läutet Big Ben. Big Ben ertönt, bla bla bla. Big Ben ertönt über ganz London. Das ist ein ziemlich hoher Turm. Wie hat man nur eine so große Glocke da hochgekriegt? Aha, der Elizabeth Tower ist ja sogar mit dem Palace of Westminster verbunden. Er ist toll, was? Selbst aus der Ferne ist die Pracht dieses Gebäudes bestens zu erkennen. Ich würde wetten, dass in diesem Gebäude ganz schön viel rumgekläfft wird. Ist, weil das irgendein Gebäude von Politikern für Politik ist oder so. Ah, hier ist es recht nett mit all dem Grün, oder? Wieder mal ein schöner Tag, ideal um mit dem Hund Gassi zu gehen, wenn da nicht dieser Fall wäre. Hm, ein schöner Baum, ein guter Stamm. Könnte noch für gewisse Geschäfte nützlich sein. Oh. Ist ja, aber dachte ich mir, dass sowas kommen würde. Ich wette, es kommt auch irgendwann eine Hundedame, die dann Laufen, die laufen. Schöll dann voll toll findet. Wetten, das wären so die Klischees, wenn man einen Hund mit drin hat. Der Eingang zum O-Ton scheint dort drüben zu sein. Oho, die Polizisten untersuchen gerade etwas. Fragen wir nach, was sie gefunden haben. Moment, ein Uhrturm? Das O-Ton. erinnert mich gerade an Leighton vs. Ace Attorney. Ja. Ja, da gab es ja den Irrtum mit dem Uhrturm. Oder so Mit dem ähnlich. Uhrturm? Nein, Das war ein Glockenturm. Glockenturm. Aber Uhrturm? Uhrturm war doch auch, kam auch als Wort vor. Glaube ich. Aber es war kein Ur da gab es keinen Also, Uhrturm. ich bin mir sicher, ich habe in dem Leighton vs. Ace Attorney Let's Play in einer der letzten Aufnahmen mal Irrtum, Urtum und Urtum und sowas. Na egal. So, wollen wir den erstmal ansprechen, den Bobby? Den Bobby. 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 Ja. Bobby. Halli, hallo. Möchtest du? Ja. Halli, hallo. Hallo, ich bin Schleiten. Schon wieder ein Lilo und Stitch Stitch? Nein. Inspektor Hess, geordnet, Sie voll zu unterstützen. Wunderbar. Da muss ich ja gar nichts groß erklären. Könnten Sie mir einfach sagen, was Sie bisher herausgefunden haben? Gerne doch, Miss. Wir haben festgestellt, dass in der fraglichen Nacht, das wäre gestern Nacht, niemand hier war. Wirklich niemand? Nicht mal eine Putzkraft oder ähnliches? Richtig. Es gibt zwar einen Raum hinter dem großen Zifferblatt, den sogenannten Uhrenraum, aber dieser Raum wird nachts verschlossen. Der Uhrturm ist also nachts immer leer? Ja, außer wenn gewisse Arbeiten vorgenommen werden. Wenn Wartung ansteht, wird wohl manchmal auch bis spät in die Nacht gewerkelt. Aber gestern Abend haben die Mechaniker Hartstein früh Schluss gemacht. Es war also niemand da, der den Dieb hätte sehen können. Tut mir leid, dass es keine besseren Neuigkeiten haben. Okay. So, dann, Den mittleren, oder? den mittleren. Ja, gehen wir von links nach rechts mal. So. Den machst du. Hallo. Hallo, Miss, ich schau mal eben. Oh, ja, das war's. Miss Layton. Inspektor Hastings hat sie erwähnt. Ah ja, hier steht es ja. Sie helfen uns bei unseren Ermittlungen, wie ich sehe. Daher sollen wir unsere Informationen und unsere Ressourcen mit Ihnen teilen. Die Ressourcen. Also das Ressourcen. Catering. Ja, genau. Und alles, was sie sonst noch so haben. Vielen Dank. Das dürfte sehr hilfreich sein. Noch ein Ermittler, der am Ball bleibt, was? Ja, das ist Kriminaloberinspektor, nee, Oberkommissar Nick Booker. Einer von Inspektor Hastings Männern. Nick Booker? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Knickerbocker? Nee, Nick Booker? Nick Book. Nick
Das macht irgendwie hier in Deutschen keinen Booker. Sinn, weil... Also, weil er hat Booker. Ein Buch, okay, ja, aber... Booker. Nick Booker? Der Name ist Programm, was? Vielleicht wären Sie so freundlich, mir zu verraten, was Sie bisher über den Fall in Erfahrung gebracht haben? Ja, nun, bei unseren Ermittlungen hat sich herausgestellt, dass es in letzter Zeit eine Welle von, Metalldiebstählen in der Hauptstadt gegeben hat. Metalldiebstähle? Also, Dieb, Stahl und Metall zusammen? Ja. Ja, weil Diebstahl ist ja eine Form von Metall. Ja, ich glaube, ich entziffere das hier richtig. Ja, Metall wird aus Fabriken und Lagerhäusern gestohlen. Tatsächlich? Warum sollte denn irgendwer Metallteile stehlen? Manche Metalle sind durchaus wertvoll, Ernest. Und Diebe können den Schrott dann für einen hohen Preis verkaufen. Bei meiner Schule werden ja auch regelmäßig die Kupferrohre geklaut. Ja, eben. Ja. Oder die klauen auch gerne Maschinen irgendwo. Ja, also eben. Nicht Maschinen, sondern gerne mal Schienen von denen. Ja, als Maschinen und so. Ja, vor allem welche, die ausgedient haben. Oh nein, schon wieder sowas. Ja, laut meinen Notizen bestand der verschwundene Zeiger aus, hier steht es ja. Aus einem sehr wertvollen Metall, für das man auf dem Markt, Schwarzmarkt oder sonst wo einen guten Preis erzielen dürfte. Ah, bei abgebrochenen Textzeilen, da muss ich mich echt ganz schön reinhängen. Also setzen wir die Ermittlungen auch in dieser Richtung fort. Ich verstehe. Metallsiebe. Nun, vielen Dank für Ihre Hilfe, Kommissar. Kommissar. Pokémon Nummer. Kriminaloberkommissar Booker. Nicht der Rede wert, Madame. Ich tue immer nur, was in meinem Notizbuch steht. Da steht auch morgens so drin: Aufstehen, waschen. Nee, da schreibt seine Frau rein: Aufräumen. Schokolade kaufen. Ich hab nicht so ein Notizbuch von dir. Hättest du wohl gern. Außerdem komme ich da auch selber drauf. Ich weiß. Finde ich auch immer ganz toll. Dankeschön. Die Stimme aus dem Off hat jetzt auch eine Hand aus dem Off. Okay, Notizbuch. Mach schneller! Da müssen wir das ja nun nicht machen. Apropos, warte mal. Wir haben noch jemanden, der es schneller hat. Oh. Was? Ich habe aus Versehen noch weiter kurz geklickt und der Text könnte lustig interpretiert werden. Egal, ich mach mal weiter hier. Ich finde auch, dass er gewisse Ähnlichkeit mit Emmy hat. Wer? Na, Cat. Cat? Oh, bei Kauka Booker. Kriminaloberkommissar. Das heißt Cock. Cock Booker. Der Cock Booker. Ich kenne Cock Blocker. Cock Booker. Warum kürzen die so ab? Das haben die vorher nie gemacht. Cock Booker. Gab es in letzter Zeit zahlreiche Metalldiebstähle in der Hauptstadt. Einige Arten von Metallschrott sind eine Menge Geld wert. Ja, und Cock Booker wird ja Bescheid wissen. Ich hoffe, der kommt nochmal. Ja. Ja. Nachdem wir uns mit dem Cock unterhalten haben. Na, du kleiner Zeiger. Ist es nur an der Zeit, dass wir einen Blick in den Uhrturm werfen? Aber er ist verschlossen, oder? Vielleicht sollten wir mit Picard. Oh, der ist leider kein Picard. 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 Strife sprechen.
Da ist er. Entschuldigung, PK Strife. Wären Sie so freundlich, uns Zugang zum Uhrturm zu verschaffen? Aber ja, natürlich. Inspektor Hastings hat uns angewiesen, Sie bei allem zu unterstützen, Miss Layden. Nur hereinspaziert. Vielen Dank. Wir kommen alle rein, wenn nichts dagegen spricht. Ich muss Sie allerdings warnen. Drin erwartet Sie eine sehr lange Treppe. Hoffentlich sind Ihre Beine gut in Schuss. Oh, ja. So, wir können ja jetzt mal nach Hinweismünzen noch suchen. Na, und da ist ja noch eine Person. Ah, da ist ja noch sie hier, genau. Aber erstmal Hinweismünzen, würde ich sagen. Oh, ich habe einen Text. Welchen? Jetzt nicht den. Mach erstmal. Anscheinend nennt man diesen architektonischen Stil Neugotik. Ich glaube nicht, dass man aus dem Inneren des Palastes in den Turm sehen kann. Ich mag ja den Schutz, den Gebäude bieten. Selbst mit einer Hundehütte bin ich schon zufrieden. Ich hätte übrigens gern eine. Nö. In dem rechten Pfosten unten beim Eingang ist eine. In dem rechten Pfosten? Also in dem hier? Ja, in dem Cock. In dem Cock. Das ist eine Hinweismünze. Oh Gott, wie kam die nur da rein? Und auf dem Dach und der dieses kleine Häuschen. Ja. Und links bei den Blättern. Links. Links. Hier also. Ja. Okay, ich denke, das werden sie auch gewesen sein. Und jetzt können wir uns ja mal um... Die Person. Gudrun sagt mir noch was. Gudrun. Gudrun. Wie heißt sie wohl auf Deutsch? Gudrun. Ich würde sie ja echt so ein bisschen müde sprechen. Die ist auf Zack. Die sieht aus, als wäre sie müde. Guck dir die Augen mal an. Die guckt, als wäre sie bekifft. Na, dann sprich sie... Bekifft. Keine Sorge, ich fange damit jetzt nicht an. Ich wollte gerade sagen, wenn jetzt ein Spruch mit Berlin kommt, dann müssen... Und Brownies. Und mit Brownies, ja. Dies ist keine automatische... Oh. YouTube-Administration? Das ist jetzt... Kann man... Interessant. Man kann die YouTube-Administration, die mir gerade angeblich geschrieben hat, sperren. Ja, aber trotzdem. Ich will es jetzt nicht. Ich glaube, das ist ein Troll. Ich glaube nicht, dass die YouTube-Administration da... Warte, Moment. Kann man auf andere Profile klicken? Weil ich glaube hier im Chat... ich glaube, das ist... Ich würde es jetzt nicht unbedingt riskieren. Ich mach's. Ganz ehrlich, wenn, dann... Ja, dann ist dein Kanal geschlossen, toll. Warum kann man eigentlich nicht auf Leute raufgehen? Ist nur ein Troll, würde ich nämlich auch sagen. Also, ganz ehrlich, ich lass mich da doch von nicht, Ich glaube nicht, dass man das auf diese Art macht. Und vor allem, warum sollte man dann, Ich probier's mal. Ehrlich gesagt, weil ich finde das auch jetzt ein bisschen zu, krass für sowas. Weil sonst, wenn ich solche Sachen mache, dann werden einfach Urheberrechtsansprüche geltend gemacht. Und, das wird mir im Nachhinein gesagt, dann kriege ich einen Strike, weil mein Kanal kann doch nicht auf diese Art und Weise darauf hingewiesen werden. Dann sollen die mir doch eine E-Mail schicken, dass das... außerdem, YouTube müsste eigentlich selber dafür dazu in der Lage sein, meinen Stream abzubrechen. Dementsprechend, ich finde das echt... Sonst müssen wir gezwungen. Ah, interessant. Also Schreibfehler sind auch drin, also ich gehe davon aus, das ist ein Troll. Okay. Aber witzig. Nicht witzig. Nee, oder ich find's nicht witzig, dass jemand so einen Quatsch macht. Deswegen, ich werde diesen Nutzer mal sperren. So. So. Es ist auf jeden Fall interessant, dass Leute sowas versuchen. Also, wenn mein Kanal demnächst nicht mehr da sein sollte, wisst ihr Bescheid. Ich würde es nicht als Verlust ansehen, sondern als Frechheit. Eben, YouTube hätte die Mittel.
die Streams einfach auszuschalten. Von daher könnten es ja machen und könnten mich dann informieren darüber. Jo. Ja. Also, machen wir weiter. Okay. Weil ich glaube nicht, dass das so eine krasse Urheberrechtsverletzung ist. Weil es gibt ja auch Let's Plays von dem Spiel. Warum soll das... Ja, also ich war jetzt nur erstmal so... Ich lasse mich von sowas nicht schocken. Ich habe schon einige Betrüger gesehen. Ja, aber ich habe erstmal mich erschrocken. Mhm. 1, 2, 1, 2. Oh, Hallöchen. Das perfekte Wetter zum Laufen, oder? Muss schön sein, jetzt laufen. Inmitten von so viel Grün. Aber interessant. Ist mir echt im Stream noch nicht passiert. Finde ich cool. Was Neues passiert. Ja. Einfach herrlich. Ich habe heute schon 50 Runden geschafft. 50? Ich bin übrigens Florence. Gudrun und Florence, okay. Ja, warum heißt sie jetzt Florence? Was? Was? Wer ist Clarence? Ja, aber ich bin Florence, hätten sie doch im Englischen machen können und Gudrun im Deutschen. Ja, Gudrun wegen Good Run. Ja, und Florence? Und, Florence, Florence. Florenz, Renz mit Rennen? Nee, ich glaube, die haben einfach nur so. Okay, ich bin übrigens Florence. Ich laufe für mein Leben gern in Städten auf der ganzen Welt. Oh, ups. Und du hast weggeklickt. Ich muss aber erst mal gucken. Ja, ich weiß. In Städten auf der ganzen Welt. Davon bekomme ich einfach nicht genug. Ich mag Marathons, aber am liebsten laufe ich auf ganz normalen Straßen. So kann ich trainieren und gleichzeitig andere Leute in ihrem Alltag beobachten.